Zwischen deinen Zeilen mit Markus Wiebusch. Nach ersten erfolgreichen Schritten in Bands wie But Alive und Rantanplan gründet Markus Wiebusch im Jahr 2001 gemeinsam mit Reimer Busdorf die Band Ketka. 2002 das erste Album Du und wie viel von deinen Freunden. Weitere Alben und unzählige Auftritte später erscheint 2014 sein Soloalbum Konfetti. 2019 dann das vorerst letzte Ketka-Album, Der süße Duft der Widersprüchlichkeit. Moin Markus. Hallo. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Und du hast mir was mitgebracht. Ich glaube, zu wissen, was es ist, hat man dir nicht beigebracht, dass man Hygieneartikel niemals verschenken darf. Schwachi, das ist einmal so ein symbolisches Geschenk. Das ist die berühmte GHVC-Seife. Und du stehst ja am Anfang einer großen, großen Karriere und wir möchten, dass du sauber bleibst. Dass du die ganzen dreckigen Deals nicht eingehst. Du hast auch zwei Optionen. Du kannst sie natürlich benutzen, dann hast du immer gut riechende Hände. Oder du stellst sie irgendwo hin als mahnendes Mahnmal dafür, dass du sauber bleibst. Damit ich nicht so werde wie du. Der Ach, hat dich die Karriere versaut. Ach, komm. Nicht so gemein am Anfang gleich. Wir reden über Texte, die du selber ausgesucht hast. Und ich fange gleich vorne an, weil es direkt auch vorne ist sozusagen. Money left to burn. Und ihr wisst ja, wie das ist. Das Geld kommt aus der Wand. Und ist es schließlich erstmal da, erinnert sich keiner mehr daran. Wie es dahin kam, was geschah, nur dass es weg muss, das ist klar. Die Stimmen fingen an zu nerven, sie kamen und sie blieben da. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist einer der autobiografischsten Songs, die du geschrieben hast, weil du eigentlich gar nicht so oft autobiografische Songs schreibst. Worum geht's da? Was ist die Zeit? Das ist also Anfang der Nullerjahre, die Zeit der Gründung der Band Ketka und auch des Grand Hotels ist davon geprägt gewesen, dass wir, ich sag mal, hedonistisch, sehr, sehr viel hedonistischer unterwegs waren als heute. Wir sagen, wir haben eigentlich jedes Wochenende irgendwie krachen lassen. Und zwar waren das so, der Gründungsmythos des Grand Hotels ist eigentlich, dass wir uns vor Molotow versammelt haben mit so einer Gang. Und da zählten dann die Tomte-Jungs dazu, die Ketka-Jungs. Ketka ist buchstäblich vor Molotow gegründet worden. Und wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich, wirklich live. Ihr sitzt, steht da zusammen, habt einen Kahn. Du hast ja vorher schon Musik gemacht. Genau. Aber wir hingen halt immer ab und haben uns halt beratschlagt, oder was wir Beratschlag genannt haben. Und da hinten hat einer gesagt, hey, das ist Erik. Erik kann Gitarre spielen. Wir brauchen Gitarristen. Erik war in der Band. So ungefähr war das. Und natürlich, mein Bruder, den kann ich natürlich naturgemäß schon etwas länger, der kam über andere Wege in die Band. Aber das ganze Grand Hotel, also T.S. Reimer und ich und die ganze Peripherie, also die ganzen Bands, die es heute zum Teil gar nicht mehr gibt. Also du konntest eigentlich jeden Freitag und Samstag vor das Molotow gehen, hast immer Leute getroffen und hast es krachen lassen. Und in dieser Zeit war man, deswegen das Geld kommt aus der Wand, wir waren ziemlich arm alle, aber irgendwie, so wie dann 100 Euro auf dem Konto waren, aus der Wand geholt und Abflug. Das ist eigentlich so die Idee des Songs, dass du halt das Geld raushaust, wenn es da ist. Und die gute alte Zeit, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, war es... Also alles das Leben noch aufregend, ja, mehr Geschäft. Das klingt immer so rebellisch und so toll und so wild und so. Es war natürlich auch schillernder, aber es war trotzdem auch eine ziemlich verzweifelte Zeit, weil wir mit Ketka, ja, aus heutiger Sicht können wir uns natürlich auch schönreden. Wir alle Major-Gespräche sind im Sand verlaufen, niemand hat uns gewollt und wir haben es dann selber gegründet. Und das Grand Hotel hat ja doch einen fulminanten Weg hingelegt, unsere gegründete Plattenfirma. Aber wir waren damals auch buchstäblich auch verzweifelt. Also wir hatten ja wirklich kaum Geld und als wir dann das Grand Hotel gegründet haben, gab ich noch den Satz zu Thees und Reimer gesagt, den anderen Mitstreitern, wenn das jetzt hier in die Hose geht, dann geht von uns in den nächsten 10 Jahren niemand mehr in Urlaub. So. Also wir können uns das nicht, also wir sind dann ruiniert. So. Und naiv? Was? Auch naiv, direkt ein Label zu gründen? Auf jeden Fall, weil das, also die Vorboten, dass es halt alles nicht so geil ist mit der Musikbranche, die haben wir natürlich auch 2001 schon gespürt. Also das wurde dann natürlich alles noch viel, viel, viel schlimmer. Aber es war natürlich Irrsinn. Keine Bank hat uns Geld gegeben, haben gesagt, Musikbranche, also nee, das machen wir lieber mal nicht. Die haben sich irgendwelche Zahlen angeguckt aus dem Branchenblatt, wie es mit der Musikbranche ist. Und nein, aber wir haben das, auch die erste Ketka war auch überraschend teuer, auch aufzunehmen. Und da haben wir nichts gescheut. Also wir haben einfach rausgehauen, das Geld. Es war vollkommen egal. Halleluja, Ding Dong, Happy. Habt ihr alle, was ihr braucht? Jetzt, wo die Pinneberger weg sind und die Straßen uns gehören und das Leben meint es ehrlich und der Bordstein zieht dich an, ein allerletztes Mal. Ja, das ist halt diese rausschaffende, dieser Satz Halleluja, Ding Dong, Happy. Ist halt nach einer Band, nach einer Hamburger Schuleband. Halleluja, Ding Dong, Happy, Happy. Ich finde, das ist so ein perfekter Ausdruck für so ein
so ein kurz vor, also so ein rauschhaften Moment. Und diese Pinneberger, also wenn man so vor dem Molotow dann stand, so, dann gab es so eine Phase, wo es auch immer so ein bisschen ungemütlich war, weil der Kiez zu voll war. Und man stand da so und man hatte irgendwie immer, es gab irgendwie immer ein bisschen Ärger, weil da irgendwie irgendwelche Horden kamen. Und für uns war das alles Pinneberger. Also ob wir aus Bergedorf oder Harburg kamen, alles waren für uns alles Pinneberger. Und so ab halb drei rum haben sich die Straßen dann immer geleert. Und dann war die gemütlichere Zeit, wo die Pinneberger dann... Aber das hört sich so an, als wenn du da so verbringst die Zeit wie ich. Ich stehe zu 90%, habe ich immer draußen gestanden. Dann waren ja eh die Bänke noch da draußen. Ja, genau. Aber ich weiß, also bei Konzerten ist man natürlich drin, aber ansonsten genau, so war's immer vor dem Monat. Genau, das genau, es war einfach... Also heute nennt man das ja Kornern so. Das war einfach damals in den Sommernächten einfach angesagt. Wir sind auch kaum reingegangen in die Minibar, was natürlich wirtschaftlich für den Laden total scheiße war. Wir sind über zur Estro-Tanke und haben uns da die Biere geholt, was natürlich nachher ein bisschen blöd war. Aber in den Wintermonaten waren wir natürlich auch drin. Also es war ja nicht so, dass wir uns davon haben abhalten lassen, uns regelmäßig zu treffen. Aber in den Sommermonaten war es halt immer vor dem Laden. Der nächste Song, der, wo auch an der Tafel nur ein wenig davon ist, ist ein langer Song, Der Tag wird kommen. Dieser Tag wird kommen, jeder Fortschritt wurde immer erkämpft. Ganz egal, wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt, nicht weiß, wird immer erstmal abgelehnt. Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen, dass das Nötigste möglich ist, wie Freiheit und Gleichheit, dass nichts wirklich unmöglich und in Stein gemeißelt ist. Bis einer vortritt, Schluss jetzt mit Feigheit, Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Wir den aufrechten Gang haben, nicht mehr in Höhlen wohnen, nicht mehr die Keulen schwingen, Leute umbringen, nicht umherstreifen in kleinen Herden, weil Menschen nicht ewig homophobe Vollidioten bleiben werden. Worum geht's? Ja, der Tag wird kommen streift das Feld Homophobie und Fußball. Also die Geschichte des Songs ist, dass ich einen Journalisten kennengelernt habe nach einem St. Pauli-Spiel, der mir glaubhaft vergewissert hat, dass er von homosexuellen Fußballprofis weiß und was für ein Höllenleben die führen. Und ich finde, 2014 ist der Song entstanden. Ich finde diesen Zustand, dass wir immer noch so einen Bereich haben, wo sich einer nicht traut, sich zu outen, finde ich unfassbar. Und mein Bruder, der im Stadion auch neben mir sitzt, ist auch homosexuell. Deswegen habe ich auch ein bisschen Erfahrung mit outen, damals in den 90ern und wie das für ihn so war und ist. Und ich finde, wir machen in der Gesellschaft schon auch Fortschritte. Bloß offensichtlich ist es in diesem Fußballbereich sehr, sehr, sehr langsam. Und diese Selbstermächtigung dann zu sagen, der Tag wird aber kommen, ihr Vollidioten. Das ist halt die Idee des Songs. Und dieser erste Block, den du gerade vorgelesen hast, ist dann der eigentlich wichtige. Also der Song ist ja in drei Blöcke unterteilt. Und der wichtigste Block ist halt das ständige Vergewissern, dass linke Politik Fortschritt ist. Du hast einen Zustand und willst ihn ändern und gehst auf einen neuen Zustand zu. Und du bist progressiv und der Zukunft hingerichtet. Und diesen Zustand erreichen wir auch. Weil ich kann dir zum Beispiel sagen, wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, dass wir mal homosexuelle Politiker haben werden, die Länderreisen, in denen Homosexualität unter Todesstrafe steht, so Westerwelle als Außenminister, dann hätten wir beide hätten vor 20 Jahren gesagt, das wird nie passieren. Die wollen gewählt werden, viel zu delikat, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. 20 Jahre später, guck mal an, wo wir stehen. Heute ist es als Politiker absolut kein Problem, zu sagen, ich bin homosexuell. Und das ist das Komische, sag ich mal, wenn die Politik das sozusagen auch noch vormacht, dass es im Fußball erscheint, immer noch ein größeres Tabu ist scheinbar. Genau. Also, denn der Tag wird kommen, ich glaube 2021 jetzt, ist immer noch nicht so weit. Nee, aber wenn du dir zum Beispiel die aktuellen Freunde zum Beispiel auch anguckst und siehst, was so zum Beispiel ein Fußballer wie Max Kruse dann halt auch so Protokoll gibt, wo ich mich krass drüber gefreut habe und mehrere andere Fußballprofis im Übrigen auch, das ist schon... Es geht schon alles in die gute Richtung. Das muss man sagen. Warum sich immer noch keiner geoutet hat, es ist halt immer noch, die Kurven sind halt immer noch barbarisch. So, das muss man einfach so sagen. Und wir beide gehen zu St. Pauli. Wir wissen, dass es bei St. Pauli kein Problem wäre. Und der Erste, der sich traut, der würde auch bei St. Pauli mit offenen Armen empfangen werden. Aber du möchtest nicht wissen, wie es in Magdeburg ist. Nee. Und die Spieler sind ja auch nicht an einem Ort gebunden. Das heißt, ihre Karriere wird auch irgendwie zertrümmert. Also es ist ein schwieriges Feld immer noch. Aber wie ich schon sagte, also dieser Song ist nur ein kleiner Baustein, um eine bessere Welt für alle möglich zu machen. Und deswegen wurde er geschrieben. Und dieser erste Block mit diesem Hegel-Zitat, Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, das ist das Wichtigste in dem Song.
ganz kurz andere Passage noch. Die finden das zwei Wochen spannend und der Spuk ist verschwunden und du hättest deinen Frieden gefunden. Aber das glaubst du heute nicht wirklich, oder? Nein, zwei Wochen ist es nicht. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube tatsächlich, wenn aktiver Spieler, was wir gerade gesagt haben, du hast Auswärtsspiele und du musst irgendwann... Nein, ich kann... Also in dem Song ist es natürlich so, dass dialektisch zwei Positionen gegeneinander aufgefordert werden. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Also ich sage ja auch, er sagt ja auch, irgendeiner wird es schaffen, aber ich bin es nicht. So, also es wird dialektisch aufgearbeitet, was das für und wider ist und wie schwierig es ist. Und natürlich zwei Wochen ist jetzt ein bisschen platt dahergesagt. Ich habe meine Urhoffnung ist, dass ich mit einem Schlag mehrere outen. Also, dass es nicht eine alleine ist, sodass sich das alles auf einen konzentriert. Aber das muss man auch erstmal gleich organisatorisch gewuppt kriegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide den Tag auch noch erleben werden. Aber es ist halt, wie so häufig bei linker Politik, das ist das Bohren dicker Bretter. Also du musst halt ständig am Ball bleiben und nichts geht schnell. Deswegen ist es auch nicht besonders sexy, so ein Thema auch aufzuregen. Ja, wann ist es denn endlich soweit? Und es ist nicht revolutionär und es brennen keine Barrikaden, sondern es ist einfach immer weiter. Ey, warte mal, was seid ihr denn für Vollidioten, dass ihr das nicht erkennt, dass es 1:1 ist? Und beim Rassismus haben wir es ja eigentlich auch, okay, wir haben immer wieder Rückschläge, aber dieses ganz harte Affenlaute, während ein farbiger Spieler am Ball ist oder Bananenwürfe, das haben wir jetzt auch nicht mehr in den ersten, zweiten Ligen. So, okay, frag mich nicht, wie es in der vierten Liga in Ostdeutschland zugeht. Klar, aber es werden Fortschritte gemacht. Der Song hat noch was ganz Besonderes für mich und für viele Leute auch. Es gab nämlich auch noch ein Video dazu, was nicht nur ein ganz tolles Video ist, sondern am Schluss singen viele Fangruppen aus verschiedenen Vereinen, mal sieht man ganz viele, mal sieht man ganz wenig. Wie bist du an die Leute rangekommen und wie haben die reagiert, als du gesagt hast? Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Das ist halt schon als der Song, also erst kam ja der Song und drei Monate später kam irgendwie das Video. Ich hatte kein Geld, um noch das Video zu machen. Das habe ich dann relativ aufwendig über Crowdfunding dann doch hingekriegt. Aber ich wollte halt unbedingt die Fans dabei haben und habe auch alle großen Vereine angeschrieben über die Fanbeauftragten. Ich habe mit dem St. Pauli Fanbeauftragten Justus habe ich mich kurz geschlossen. Der hat mir alle Kontakte gegeben und ich hatte auch zu allen großen Vereinen Kontakt. Und als ich dieses Video dann skizziert habe, dann war auch ein, ich sage jetzt mal nicht welcher Verein, aber ein sehr, sehr großer deutscher Verein, da hat der Fanbeauftragte gesagt, ach nee, da kommen ja nicht genug Leute, wen soll das denn interessieren? Und am Tag, als das Video rauskam, ging es ja mir viral und ab, so muss man ja sagen. Und kurze Zeit später habe ich schon erfahren, dass sie es bitter bereut haben, in dem Video nicht dabei gewesen zu sein, weil alle großen Vereine sind mehr oder weniger dabei. Zum Teil auch mit schlappen 12 Leuten. In Augsburg kamen 12 Leute. Unser Team ist nach Augsburg gefahren und da kamen dann 12 Leute. Aber diese 12, die sind da und die meinen das, wenn sie das sagen. So. Und wenn ich dieses Video heute nochmal drehen würde mit den Fangruppen, bin ich mir 1000% nicht sicher, dass sehr, sehr, sehr viel mehr Leute Bock hätten zu sagen, ja, das ist meine Meinung. Ich sehe das auch so, dass der Tag kommen wird und ich möchte mich von den Vollidioten nicht irgendwie sagen lassen, dass einer nicht homosexuell ist. Gab es negative Reaktionen von irgendeiner Seite? Ja, klar, gibt es ja immer. Also erstmal natürlich von Leuten, die knüppelhart homophob auch sind. So, also das geht dann über YouTube-Kommentare. Eine interessante Diskussion hatte ich tatsächlich mit jemandem, der mir gesagt hat, er ist ein sehr großer Kettka-Fan schon immer gewesen, aber auch zutiefst religiös. Und in seiner Bibel steht halt Leviathan, Artikel 12, hast du nicht gesehen, du sollst nicht bla 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 neben einem Mann liegen oder so. Und er meint, er kann den Song nicht gut finden, weil für ihn ist das Sünde. Und ich sage, ja, fair enough, mich interessiert das nicht, was vor allem in einem 1000 Jahre alten Buch interessiert. So, ich möchte, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, gleich behandelt werden. Und damit musst du jetzt umgehen, das ist nicht mein Problem. Und dann gab es natürlich noch von so einer linken Intelligenz her, so Specs, gab es einen knüppelharten Verriss. Wobei man da so sagen muss, dass ich glaube, die Specs sollen in ihrer Spätphase auch zum Teil zutiefst reaktionäre Tendenzen auch hatte. Die wollten das halt nicht, dass so ein Typ, so ein Deutschrocker wie ich, so ein Thema wahrscheinlich so annimmt. Ich habe keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall einen Verriss, aber mein Gott. Das gehört vielleicht nicht hin, aber die Specs hatte ich sowieso nie gemocht. Das muss man so. Das war dein Soloalbum auch. Ich habe danach mein Specs-Abo, was ich ab der Nullnummer hatte, ich habe alle Specs noch zu Hause, habe ich dann gekündigt, weil die tatsächlich das war wegen einer Kritik von dir. Habe ich damals noch mit einer Redakteurin von Specs auch noch gesprochen, habe gesagt, das ist so ein billiger Verriss, da geht es einfach nicht um Inhalte, um sonst was. Und es geht einfach nur darum, auf Wiebusch oder Kettka reinzuhauen. Ja. Und das war mein Specs-Abo. Wobei das dann noch eine interessante
Und interessante Überlegung wäre, warum das so, warum man dann halt so einen linken Text so, so runterknüppeln muss. Entweder war es ja bei Sommer 89, war es ja ähnlich, kommen wir auch noch gleich zu. Aber bei Der Tag wird kommen war es schon krass. Aber man muss zu Protokoll geben, als das Video dann rauskam, haben sie sich auch bei mir entschuldigt. Gute Geschichte, hätte ich mein Abo doch nicht kündigen müssen. Wagenburg von Ich versus Wir. Ein Ich schreibt online Kommentare und träumt von Selbstverwirklichung. Ein Wir geht raus auf die Straße und träumt von Selbstermächtigung. Ein Ich ist vollkommen erhaben über kollektive Zwänge, Herkunft und Milieu in Form von fiesen Menschenmengen. Worum geht's da? Also in Wagenburg geht es um diesen Dauerkonflikt des Individuums und der Gemeinschaft, des Ichs und des Wirs. Und ich lasse in dem Song, weil Politik heute ist sehr, sehr kompliziert, auch gerade wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie sich wir es konstituieren. Stichwort Pegida, Stichwort Capitol Hill, Riots, Aufstand. Da will man ja nichts mit zu tun haben mit solchen Wirs. Und die okkupieren die Straße und du denkst so. Oh, aber wir sind das Volk. Ja, ja, die schreien, wir sind das Volk, aber sie meinen, ich bin das Volk. Und in einer Zeile heißt es auch, ein Wir schreit, ich bin das Volk. Weil im Grunde genommen wollen sie alles für sich. Es ist kleingeistige Egomanen und die halt alles im Grunde für sich sollen und sich dann in irgendwelchen Volksgemeinschaften zusammen konstituieren, was ich ja per se komplett ablehne. Und also der Song, die erste Zeile, die ich für den Song hatte, war auch, dass ich mich von dieser Pegida Bier extrem abgrenzen wollte und diesen Satz, ein Bier schreit, ich bin das Volk, das war der erste Gedanke, den ich zu diesem Song hatte. Und dann habe ich halt verschiedene Wirs, also die zum Teil gut sind, wie zum Beispiel Sturm auf die Bastille. Jede politische Veränderung geht immer nur über ein Wir. Aber es gibt natürlich auch beim Ich viele gute, dass man sich auch gegen irgendwelche Wirs auch auflehnt, weil man sagt, ey, ich will mit euch nichts zu tun haben. Und am nachdrücklichsten ist das vielleicht, wenn ich in dieser Zeile im hinteren Verlauf des Songs sage, ein Wir klatscht gleichzeitig im Takt, ein Wir hebt gleichzeitig den Arm. Wenn du nämlich zum Beispiel, also ein Wir hebt gleichzeitig den Arm, also Nazis heben gleichzeitig den Arm und ein Wir klatscht gleichzeitig im Takt. Und das ist halt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn bei großen Konzerten, also bei richtig großen Konzerten, ich war mal bei 2003 bei Eminem im Volksparkstadion, also das war Eminem, mehr Zenit geht 2003 nicht, er war wirklich on fire. Er hat so gerade Without Me und so rausgebracht, also. Und dann kommt er auf die Bühne und macht diese Bewegung und wirklich 50.000 Menschen machen gleichzeitig so. Und du denkst, NPD, der Parteitag ist ein Dreck dagegen. So, es ist wirklich, und ich bin dann immer so ein bisschen, ich habe dann immer so ein bisschen beklemmende Gefühle, wenn das so, wenn große Konzerte alle das Gleiche, gleichzeitig dasselbe machen, so. Und ich mache dann auch nicht mit. So, ich will damit, was passiert hier gerade? Massenpsychose. Aber ich sag mal, bei deinen eigenen Konzerten stehst du auf der Bühne und da singen dann 2000 Leute, 3000 Leute auch deine Songs mit. Ist das ja, dann also schon? Also erstmal ist 2000 ja natürlich erstmal sehr gemütlich im Vergleich zu Eminem-Dimension. Und natürlich ist das auch, also ich als Punker, der ich in die 90er eintreten, habe da immer noch im hintersten Winkel meines Gehirns, denke ich, oh, das ist jetzt aber komisch hier gerade. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine unfassbare Bestätigung und ich freue mich. Und ich habe mittlerweile auch meinen Frieden damit gemacht, dass ich, obwohl offensichtlich seit 20 Jahren oder 30 Jahren, seitdem ich das mache, Zeilen oder Ideen habe in Songs, die Leute so berühren, dass sie auf dem Konzert das gleichzeitig mitsingen wollen. Wer bin ich, dass ich sage, oh, das ist aber komisch gerade, da möchte ich nichts zu tun haben mit so einer Massenpsychose. Nein, die ist ein Ausdruck von Verbundenheit und auch Wertschätzung und das nehme ich dann auch an und darüber freue ich mich auch. Aber wie gesagt. Aber hast du ein allgemeines Problem mit Gruppen sozusagen, dass du immer sehr, sehr vorsichtig bist, Obacht, wäre für dich alleine alles zu klären, wunderbar, aber sobald 3, 4 Leute irgendwas gründen, irgendwas, lass uns doch mal dahin gehen, dass du immer erst sehr, sehr skeptisch bist? Ja, das ist doch aber wahrscheinlich so ein Urding von uns Menschen. Nicht unbedingt. Ich glaube, ein Urding könnte sein, dass man ein Wir sucht. Ja, natürlich. Stärker im Wir. Ich suche, aber du, je älter du wirst, desto mehr hast du dann die innerwohnenden Enttäuschung. Als ich zu Hause ausgezogen bin ich in ein Wohnprojekt gezogen, habe mit 14 Leuten gleichzeitig gewohnt. Ich wollte immer ein Wir. So. Und ich finde auch, dass Linke, wenn du sagst, du bist links und nicht gleichzeitig denkst, dass du irgendwie ein Wir irgendwo kriegst, dann hast du irgendwas falsch gemacht als Linker. Dann ist das nämlich nur irgendwelche Selbstbeweihräucherungen oder irgendwie so ein Ego-Trip, den du fährst, weil du halt ein bisschen mehr gelesen hast als andere. Aber sowas interessiert mich ja nicht. Also ein Wir muss
muss immer als Linker das Ziel sein, sonst passiert ja nichts, sonst passieren keine politischen Veränderungen. So, alles andere ist ja Quatsch. Ja. Und desto, so bin ich natürlich auch an die Welt rangetreten. So. Aber natürlich, je älter du wirst, hier eine Enttäuschung, da Enttäuschung, desto individueller wird man. Das muss man ganz klar sagen. Aber man hofft natürlich trotzdem, und also meine Texte sind voll davon, dass man sich in coolen Gemeinschaften sich wiederfindet. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt komme ich wieder zum Anfang vom Grand Hotel und Ketka und Tomte und diese ganze Bande. Wir waren da ja auch eine Gang so von 20 Leuten. Und diese 20, 25, 30 Leuten, so, da zählt auch Olli Schulz und Sven Meyer, der Produzent, so, und Max Schröder und alle. So, man fühlte sich irgendwie trotzdem so irgendwie zusammen. So. Und das ist natürlich auch... Auch ein gutes Gefühl. Auch ein gutes Gefühl, ja. Sommer 89. Sie kam für Kiwis und Bananen, für Grundgesetz und freie Wahlen, für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW mit 7 Sitzen, für die schlechten Ossi-Witze. Sie kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für Besser-Westi-Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum schnitt er Löcher in den Zaun. Ja. Das ist das Outro des Songs Sommer 89. Ein Song, der eigentlich darum geht, dass ich aufmerksam geworden bin auf ein österreichisches Ehepaar. Ich weiß nicht, Spiegel oder Süddeutsche, gab es einen Artikel über die in diesem unfassbaren Sommer 89, wo ja die ungarischen Grenzbeamten ja das alles nicht mehr so richtig interessiert hat, was hier gerade so passiert, so wer jetzt wohin will und wo dieses Ehepaar halt, weil sie halt genau wussten, dann und dann kommen die Grenzpatrouillen, haben sie mehrere DDR-Bürger halt in diesem Sommer, also mehrere, also eine Vielzahl, über die Grenze geholt und in einer Nacht 43. Und ich habe so gedacht, mein Gott, was für Helden. Das ist doch total, total heldenhaft, was sie da machen. Und daraus mache ich dann halt eine Story, wo ein Typ von Hamburg ins Burgenland fährt und da dann halt an dieser Grenze diese Menschen rüberholt. Und in der dritten Strophe geht es dann um diesen sehr ideologischen Blick seiner Freunde darauf, dass diese Desaktion falsch war. Und im vierten Block geht es dann aber eigentlich nochmal festzuhalten, dass die Gründe für Flucht komplex sind. Also die Aufzählung, die ich da mache, ist ja sehr, sehr uneinheitlich. Und hat sich irgendjemand beleidigt gefühlt dafür? Das sind ja so viele Anhäufer von Klischees. Ja, aber glaub mir mal, irgendein Grund wird schon dabei gewesen sein, warum irgendeiner rübergekommen ist. Ich glaube, es gibt, also dieses Urding ist natürlich dieses Grundgesetz und freie Wahlen. Diese Freiheit, dass du halt wirklich wenigstens das Gefühl hast, dass du frei bist und dass du reisen kannst um die Welt. Glaub mir mal, also wenn ich in einem Staat groß werde und ich kann nicht im Sommer nach London oder im Februar nach New York, dann denke ich auch die ganze Zeit, Alter, das ist ja wohl irgendwie falsch hier gerade so. Und das, so würde ich auf jeden Fall so an die Sache rangehen. Und diese ganzen Gründe sind natürlich vielschichtig und ambivalent. Wenn ich zum Beispiel sage, sie kam für Besser-Wessi-Sprüche, das ist nicht positiv, aber das haben sie auch gekriegt. Da diese ganze gönnerhafte Art, als die Grenze dann offen war gegenüber den Ossis und diese ganzen zum Teil zum Lächerlichkeit preisgebend so und mit so einer Herrschaftsgeste da irgendwie ihnen die Krümel vor die Füße zu werfen, das fand ich schon extrem bitter. Aber das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, dass sie halt, als sie beiden Länder sich zusammengefunden haben, das halt sehr, sehr schwierig für Ostdeutsche war, auch gerade von der Identität her. Gerade in der linken Szene, ich bin ja nicht nur zu Hause, aber da habe ich das auch mitgekriegt und das singst du auch zurück in Hamburg, dann die große Einerseits-Andererseits-Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so, aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf läuft die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Siehst du das? Hast du das miterlebt? Ja. Also ich bin ja im Internet Anfang der 90er, Ende der 80er schon sehr in linken Zirkeln unterwegs gewesen und ich habe diese Sätze so auch gehört. Also wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, das ist doch vollkommen übertrieben, so haben sie doch gar nicht gedacht. Doch, so haben sie gedacht. Also wirklich mit einer Anmaßung, warum Leute durch Zäune kriechen und das abgetan und dass das ein Fehler wäre. Und ich habe damals schon gedacht, Leute, ihr mit eurem Wohlstands goldenen Löffeln, mit denen ihr die Weisheit hier gerade in euch reinfuttert, so, das kann nicht wahr sein. Und ich habe mich davon auch immer
weitestgehend distanziert, weil ich das total anmaßend finde, so einen sehr ideologischen Blick dann auf diese Sache zu haben. Weil natürlich ist das sehr, sehr kompliziert gewesen für Linke, diese Ost- und Westdeutsche. Und es sind auch sehr, sehr viele Fehler passiert. Und das muss man auch kritisieren dürfen. Aber dass Leute durch Zäune kriechen, um in die Freiheit zu kommen. Alles das. Und ich habe es dann tatsächlich aus eigener Erfahrung, mein Vater kommt aus dem Osten, hat kurz vor Mauermach noch rüber gemacht sozusagen. Wir sind immer wieder mal rüber, als die Grenze noch war, als es noch richtig derbe war. Ich werde nie vergessen, wie wir an der Grenze. Meine Eltern, ich als Kind kriegst es nicht richtig mit. Warum sind die Eltern so nervös? Sind mit dem Auto rübergefahren. Und wir haben mal, wahre Geschichte, mit einem Grenzer zusammen 45 Minuten lang die Purple gehört. Weil hinten in die Sitze, machen die Sitzbänke wirklich auf. Und stehst als Kind dann da und verstehst das irgendwie nicht. Ja. Und da haben sie eine Kassette gefunden. Mein Vater hat immer darauf geachtet, da darf nichts sein. Da haben die Kassette mit meinem Vater zusammen, wir saßen dann auch dabei, haben wir Kassette Deep Purple gehört, was da drauf ist und weiter. Lustige Geschichte heute. Ja. Aber wenn du da, meine Cousins, einer hat dann irgendwann einen Ausreiseantrag gestellt und mit der die ganze Familie Job verloren. Also ich kenne da Geschichten. Und deswegen war ich, für mich war Mauerfall einfach nur ein großes Glücksgefühl, weil ich wusste, was das für die Leute da drüben bedeutet. Und ich habe so ähnliche Diskussionen, vielleicht nicht so intensiv wie bei dir, aber auch gehört, so blöde Sprüche, Deutschland, jetzt kommen die ganzen Nazis und so weiter. Wo ich gesagt habe, ihr habt keine bekannten Verwandten, ihr wisst nicht, wie das da drüben, wie die gelebt haben oder wie die leben, was das für die, ich kriege gerade eine Gänsehaut wieder. Ja. Deswegen diese Diskussion habe ich auch einfach nur schrecklich. Ja, ich finde, wichtig ist, dass man, also der relative Clou von dem Song ist auch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass er beschreibt ein Szenario 89 und bezieht sich nicht mit einer Silbe, nicht mit einem Wort auf die aktuelle Flüchtlingskrise. Aber alle haben diese Projektion sofort aufrechterhalten. Also sie wurden sofort getriggert. Ich habe zum Teil bei Kommentaren von AfD-Politikern mir den Kopf werfen lassen. Ja, damals waren das ja auch unsere Leute. Und heute was kommt denn heute in unser Land? So, weißt du, dann habe ich den AfD-Politiker im Grunde genommen genau da, wo ich ihn haben will, wo er nämlich einfach sagt, so, ja, aus rassistischen Gründen will er, bestimmte Menschen will er in seinem Land, aber bestimmte will er nicht. So ist es ja eigentlich. Und darum ging es ja natürlich in Sommer 89 dann auch, dass ich halt quasi eine Fluchtgeschichte erzähle, ohne die aktuelle Flüchtlingskrise, die natürlich ganz anders ist als die damalige. Und natürlich 2017 kam der Song raus. Genau, war, genau. 15 war die Krise. Und, und das ist ein relativer Clou von dem Song, dass er quasi einfach nur mal sagt, wenn Leute durch Zäune kriechen dann, und du hilfst ihnen, dann ist das Humanismus. Also, und das lasse ich mir von niemandem, von links oder rechts, nehmen. Weil ich eben, also ich flankiere den Song auch live, sage ich auch immer, das ist ein zutiefst menschlicher Akt, Menschen durch Zäune zu helfen, weil, und das macht uns zu Menschen, anderen Menschen zu helfen. Und dass das nicht, dieser Form von Humanismus ist auch nicht verhandelbar. Also wenn Seenotrettung heißt, dass du die Menschen bedingungslos rettest, dann überlegst du nicht, es wäre jetzt nicht so geil, wenn man sie rettet, weil dann kommen ja vielleicht noch mehr morgen und übermorgen noch mehr. So funktioniert das nicht, Humanismus. Und deswegen, es gab mal so ein süddeutscher Artikel, glaube ich, wo das so, Seenotrettung ist falsch, weil damit würden noch mehr kommen und so. Was für ein unfassbar zynischer Ansatz. So kann man nicht mit Menschen reden. Und da waren Menschen 89, die sind durch Zäune gekrochen. Und natürlich helfen wir denen. Und überlegen dann, wie wir das für alle am besten machen können. Aber wir sagen nicht, das ist ein Fehler. So, darum geht es halt in diesem dritten Block des Songs. Und das war mir halt auch wichtig. Und mir war wichtig, dass du da warst. Okay. Ernsthaft. Vielen Dank. Und ich hoffe demnächst wieder. Aber ihr macht jetzt erstmal Pause, ne? Ja, wir haben gut zu tun. Ja. Wir haben gut zu tun. Danke. Bitte.